Nachdem uns unser Präsident Guido Falk für die Amateure zur Verfügung stand, haben wir jetzt auch noch den Gegenspieler quasi vom Guido mit dabei für ein kleines Interview, den Generalsekretär und Head Judge des Europäischen Bodybuilding-Verbandes, Erich Janner, und Bodybuilding-Legende. Erich, du warst ja in erster Reihe im Grunde mit dabei bei den Profis. Anfang sicherlich logischerweise dann mit dem erstplatzierten Sean Roden, der ja ein fantastisches Jahr im Grunde hat. Jetzt gestern bei der Arnold Classics Europa bei der zweiten. Gab es überhaupt einen Weg an ihm vorbei? Hätte man ihn schlagen können oder war der mit seiner gottbegnadeten Linie im Grunde unschlagbar gestern Abend? Ja, ich als Profi-Judge habe den eigentlich das erste Mal überhaupt bewertet. Die meisten anderen kenne ich ja vom Frühjahr oder von diesem Jahr. Und ich war schon überrascht, also, dass ein Profi mit so viel Muskeln noch so ästhetisch ausschauen kann. Und der erste Eindruck für mich, ganz neu, wenn ein neuer Athlet auf die Bühne kommt, war halt, dass er ein bisschen filigran gewirkt hat gegenüber den anderen Klopfern, die ja alle im Grunde wesentlich kleiner sind wie er. Er gehört ja zu den großen Bodybuildern. Und ich habe natürlich einen Dennis Wolf favorisiert. Dann werden Posing und besonders bei der Posing-Routine hat man erst gesehen, welch grandioser Athlet das ist. Da war ich selber sehr überrascht und eingenommen. Perfektes Posing auf die Musik und die Körperentwicklung ist fast perfekt. Für mich, als so viel dominante Athleten mit riesiger Brustmuskelentwicklung, hat er vielleicht ein bisschen flache Brust zur absoluten Perfektion. Aber ich glaube, wenn der keine Fehler macht und wie man sich immer wünscht, vielleicht noch 1-2 Kilo reine Muskelmasse dazu bekommt, dürfte er schwer zu schlagen sein. Besonders in Europa wird er überhaupt unbesiegbar sein. In Amerika ticken die Uhren ja im Profigeschäft ein bisschen anders. Aber ich glaube auch, dass wenn er sich durchsetzt, die Zeit der monströsen Bodybuilder ein bisschen im Abklingen ist. Er ist ja, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall nach jemand, der wirklich nach langer Zeit ja Bodybuilding, wie du schon sagst, sehr ästhetisch, sehr schön macht. Du hast ja auch schon viele Jahre der Erfahrung auf dem Buckel. Wann hast du letztes Mal einen so schönen, harmonischen Athleten eigentlich gesehen? Oder gab es ihn schon mal? Er wird ja immer verglichen im Grunde mit Flex Wheeler. Da vielleicht auch mal dazu, wie würdest du diesen Vergleich überhaupt sehen? Ja, Flex Wheeler war ebenso, der war auch anwesend. Mit dem habe ich auch kurz gesprochen, über die Wertung natürlich. Das ist ja immer das Hauptteil nach der Meisterschaft oder nach einem Profi-Grand Prix. Und der Flex war auch so elegant. Er hat ein bisschen mehr Muskelmasse gehabt noch, aber ebenso schlanke Taille. Aber jetzt, wenn man ehrlich ist und den Vergleich, ja, der Roden hat noch ein bisschen bessere Muskelqualität gehabt wie der Flex Wheeler. Flex Wheeler war noch runder und zuvor, vor dem Flex, gab es eigentlich sehr viele gute Bodybuilder, aber nicht im Size, also in der Gesamteindruck so perfekt, außer Zehn vielleicht, dem natürlich die Masse dann gefehlt hat. Und der Sean, glaubst du, oder deiner Meinung nach, hat er das Zeug zum zukünftigen Mr. Olympia, wenn jetzt alles nach Plan natürlich läuft und gerade vielleicht im Oberkörper, die Beine sind ja doch natürlich also hervorragend, aber vielleicht auch etwas dominanter, wenn er da noch ein bisschen zulegt, dass er sich diesen heiß begehrten größten Titel bei den Profis dann sichern kann? Also ich glaube, Veranlagung hat er ja, sonst wäre er nicht so weit oben. Bewegungstalent sowieso, Vergleichsposen macht er super, also der verkauft sich wirklich gut und man wünscht sich, wie gesagt, ein paar Kilo mehr, aber ein paar Kilo kann schon zu viel sein, aber wenn er bei gleicher Qualität das durchhält und ein bisschen verbessert, ist er automatisch mehr Jahr trainiert, dann hat keiner der beiden, die jetzt vor ihm waren, gegen ihm eine Chance, weil die einfach nicht diese Muskelstruktur, die sie haben wie er. Ja. Weil die haben alle beide doch strukturelle Fehler. Ja. Die er ja im Grunde schon in diesem Fall einfach nicht hat.